Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem ersten Vlogbeitrag. Heute stellen wir euch vor den Google Nest Hub. Wir haben diesen für euch gekauft. Google hat ja eine ganze Serie von Smart Speakern. Der Google Nest Hub ist der erste und einzige Smart Speaker von Google, der auch einen Bildschirm hat. Und wir werden heute mit euch die Einrichtung dieses Google Nest Hub vornehmen. Was braucht ihr dazu? Ganz klar natürlich das Gerät. Ihr braucht ein Smartphone oder ein Tablet. Ihr braucht die Google Home App sowie natürlich Internet. Wir haben jetzt den Smart Speaker Google Nest Hub ausgepackt und an den Strom angeschlossen und er ist jetzt an und er sagt uns jetzt eigentlich exakt, was wir machen müssen. Es steht jetzt hier einmal in Französisch und einmal abwechselnd in Deutsch, was wir tun müssen. Wir laden jetzt, sagt jetzt App herunterladen, das haben wir natürlich bereits getan. Wir öffnen die App. Die App gibt es auch für Apple-Geräte, also nicht nur für Android-Geräte, das ist ein sehr großer Vorteil. Und als nächstes müssen wir in der App natürlich dem bestätigen, dass wir die Bluetooth-Freigabe erlauben, weil die zwei Geräte jetzt natürlich entsprechend über Bluetooth funktionieren. Die erste Frage, was uns diese App stellt, ist ein Zuhause einrichten. Wir nennen das Ganze jetzt einfach mal Test-Zuhause und wir geben die Adresse ein. Das heißt, das Gute ist, es ist alles über Google Maps miteinander verbunden. Das heißt, die Adresse wird sehr, sehr, sehr schnell gefunden. Der nächste Punkt ist, dass wir die Standortfreigabe erlauben. Das ist entsprechend wichtig, weil wenn wir zum Beispiel Wetterabfragen machen oder aber auch Google Maps Abfragen über den Smart Speaker, dann weiß er natürlich entsprechend, wo wir sofort sind und das ist sehr vorteilhaft. Der nächste Punkt ist, wir müssen die Geräte jetzt miteinander koppeln. Es wird jetzt hier in dem Gerät ein Zahlencode angezeigt und ebenfalls hier auf dem Smartphone, was wir einfach bestätigen. Und dann sind die Geräte miteinander verbunden. Und jetzt müssen wir dann quasi dem Gerät oder Google noch sagen, wo sich das Gerät in unserer Wohnung befindet. Man kann natürlich mehrere Geräte haben und so ist es sehr vorteilhaft, wenn wir das jetzt angeben, so weiß Google exakt genau, wo sich die Geräte im Haus befinden. Als nächsten Punkt richten wir noch das WLAN ein. Wir wählen unser WLAN zu Hause ein, geben entsprechend das Passwort ein. Das dauert jetzt immer etwas. So, Passwort eingegeben. Das Gerät ist jetzt mit dem Internet verbunden. Und jetzt kommt das Wichtigste und das Spannendste. Wir müssen jetzt den Google Assistant einrichten. Der Google Assistant, das ist die Sprachassistenten-Software, die hier auf diesem Gerät ist, der euch quasi hilft, letztendlich die Google Actions auszuführen. Ja, als nächstes können wir die Stimmunterscheidung aktivieren. Dies kann sinnvoll sein, wenn mehrere Personen in einem Haushalt leben und man die Google Actions personalisiert verwenden möchte. Das machen wir jetzt gerade. Wir müssen dafür, Google hat hier dafür Sätze vorgegeben, die wir jetzt einmal vorlesen und in den Smartphone reinsprechen. Okay, Google, spiele mir meine Lieblingsmusik. Okay, Google, sage mir, wie viel Uhr es ist. Also dies reicht jetzt wohl schon aus, dass Google letztendlich erkennt, welche Stimme wir haben. Im nächsten Schritt werden jetzt diverse Detailfragen geklärt, zum Beispiel, ob wir YouTube Music oder Spotify verwenden möchten oder ob wir welchen Bilderrahmen wir verwenden möchten, personalisierte Fotos oder beispielsweise eine analoge Uhr. Wir entscheiden uns jetzt für die Uhranzeige. Genau, und jetzt ist eigentlich auch schon die Installation abgeschlossen. Der Google Nest Hub wird jetzt dann starten mit einem kleinen Tutorial-Video, wo es nochmal alles erklärt. Okay, der Google Nest Hub ist jetzt eingerichtet. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bevor ich mich jetzt verabschiede und aus dem Staub mache, noch eine Schweizer Google Action. Okay Google, spreche mit SRF News. In Ordnung, ich starte SRF News.